Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Mittwoch, wir haben es jetzt ungefähr 8.30 Uhr. Ich muss mich jetzt gleich auf den Weg zur Uni machen, denn heute fällt zwar mein Rap aus, aber ich möchte unbedingt noch mit meinen Freunden in der Bib lernen gehen, weil ich muss noch einiges nachbereiten und ich dachte, ich nehme euch einfach mal den Tag über mit und zeig euch so, was ich so mache. Meinen Rucksack für die Bib habe ich schon gepackt. Ich nehme aber heute keinen Habersack oder keinen Sartorius mit, weil ich mir das ja Gott sei Dank in der Bib ausleihen kann. Das schont ein bisschen meinen Rücken und ich muss nicht ganz so viel mitschleppen. Auf dem Plan steht heute, dass ich Strafrecht mache. Ich möchte Zivilrecht machen und Öffrecht. Deswegen habe ich mir einfach die entsprechenden Seiten aus dem Skript in einen kleinen Extra-Ordner geheftet, damit ich nicht alle drei Ordner mitnehmen muss. Ich habe heute Morgen ein bisschen länger geschlafen. Normalerweise stehe ich ja so 10 vor 5 auf, damit ich einfach eine Stunde Karteikarten morgens lernen kann. Heute habe ich einfach mal ein bisschen länger geschlafen, weil ich mir so dachte, ich bin eh noch den ganzen Tag in der Bib. Da muss ich jetzt nicht morgens direkt erstmal eine Stunde Karteikarten lernen. Dann habe ich vorhin schon 2 Stunden gearbeitet. Die anderen 2 Stunden muss ich dann heute Nachmittag bzw. heute Abend machen. Und habe noch ein bisschen Jurafuchs gelernt. Ich persönlich finde die App einfach immer noch genial. Ich habe es jetzt auch meiner Mutter empfohlen, meine Mutter gerade so eine Weiterbildung macht und da Familien- und Erbrecht drankommt und die App hat das einfach auf und dann meinte ich so, schauen wir mal, jetzt kann ich dich ein bisschen influencen, vielleicht bringt es dir ja auch was. Ich bin gespannt auf ihr Feedback, aber ich mache mich jetzt erstmal zu Ende fertig und dann geht's auch schon los in die Bib. Ich dachte, ich mache noch einen ganz kurzen Outfit-Check. Ich habe mich heute für ein relativ entspanntes Outfit entschieden. Ich habe auch irgendwie meine Haare einfach nur in den Zopf gemacht, mich eingecremt und das war's, weil ich denke mir so, ich bin den ganzen Tag in der Bib. Ich muss mich jetzt nicht schminken, habe ich heute irgendwie auch gar keine Muße zu. Ich habe einen Cardigan an, den habe ich von meiner Mutter, weiß ich nicht, wo der her ist. Das Top ist von Zara. Dann habe ich so eine Straight-Leg-Jeans in Schwarz an, die ist von Bershka. Der Gürtel ist von H&M und ja, meine besonders süßen Kuhpuschen kennt ihr ja schon. Die habe ich von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Aber die lasse ich natürlich nicht an. Entweder ziehe ich dann nachher meine Converse drauf oder meine schwarzen Loafers. Ich muss mal gucken, weil ich heute mit dem Fahrrad in die Bib fahre, was ich genau anziehe. Aber ich dachte mir so, wenn ich schon den ganzen Tag sitze, dann fahre ich hier wenigstens mit dem Fahrrad hin, um mich ein bisschen zu bewegen. Übrigens wollte ich euch noch kurz eine Empfehlung abgeben. Wenn ihr auch gerne beim Lernen euch bewegt, habe ich mir hier so ein Walking Pad gekauft. Ich habe das jetzt gestern ins Esszimmer gestellt, einfach weil ich laut lernen wollte und mein Freund im Arbeitszimmer gearbeitet hat. Aber ich schlafe dann darauf einfach immer ein bisschen, lerne meine Karteikarten und das hilft mir einfach ungemein bei der Konzentration. Ich habe meins bei Otto gekauft, aber ihr könnt genau das gleiche auch bei Amazon holen. Ich habe einfach mal so gestern eine Stunde darauf gelernt und bin irgendwie nebenbei 6 Kilometer gelaufen. Also ich finde es total praktisch, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auch im Fitnessstudio zu lernen, dann ist das auch ein Tipp, den ich euch definitiv empfehlen kann.
jetzt zu Hause angekommen. Wir haben es ungefähr 19.30 Uhr. Ich war vorhin noch fix einkaufen. Mein Freund brauchte noch ein bisschen Cola und ein paar Snacks. Und dann habe ich auch gleich gekochte Eier gekauft und diese Snackgurken, weil die für 50 Cent im Angebot waren. Genauso wie dieser kleine Eisbergsalat für, ich glaube, 37 Cent. Und die hier waren auch für 50 Cent im Angebot. Habe ich mitgenommen. Und bei Too Good To Go habe ich noch zwei Tüten aus dem Backwerk geholt. Und eine Tüte hat 3 Euro gekostet und man durfte da Sachen im Warenwert pro Tüte von 9 Euro reintun. Also insgesamt, weil ich 2 Tüten gekauft habe, 18 Euro. Ich finde es richtig, richtig gut. Dann habe ich noch Müllsäcke gekauft. Und jetzt werde ich mir einfach irgendwas von dem Essen von Too Good To Go nehmen. Und dann setze ich mich gleich nochmal an den Schreibtisch zum Arbeiten. So, ich dachte, ich melde mich jetzt auch nochmal. Wir haben es mittlerweile 9 Uhr. Ich habe jetzt gerade schon wieder 1,5 Stunden gearbeitet, bin also jetzt gleich auch fertig mit meiner Arbeitszeit. Ich versuche mir das immer aufzuteilen, dass ich morgens ein bisschen arbeite und abends dann, beziehungsweise nachmittags, je nachdem, wann ich aus der Uni raus bin. Freitags bin ich ja auch immer für 6 Stunden im Büro und dann kann ich immer die Stunden, die ich zeitlich nicht geschafft habe in der Woche, quasi nachholen. Aber ich habe auch noch relativ viele Überstunden, die ich quasi abfrühstücken kann. Ich muss wirklich sagen, dass die Uni heute mega produktiv war. Also wir haben echt lange gelernt. An aktiver Lernzeit hatte ich dann insgesamt 6 Stunden. Ich war zwar schon um 9 Uhr da und bin erst um 18 Uhr, glaube ich, gegangen. Aber die letzte Stunde habe ich nicht wirklich gearbeitet, sondern eher Zeittot geschlagen. Ich habe mich heute in der Uni auf Öffrecht konzentriert und Strafrecht. Ich habe noch ein bisschen Zivilrecht gelernt, aber tatsächlich eher Zivilrecht habe ich eher mit Jurafuchs gelernt. Ich hatte Glück, dass ich noch einen Sartorius und einen Habersack ergattert habe, weil ich habe extra meine nicht mitgenommen, damit ich einfach ein bisschen Gewicht spare. Ich bin mit dem Fahrrad heute gefahren und es war wirklich mega anstrengend, weil es dann doch immer eine Strecke ist. Mit dem Fahrrad brauche ich halt auch irgendwie eine halbe Stunde zur Uni. Aber es war echt ganz gut, weil ich mich dann so noch ein bisschen bewegt habe heute. Mittags waren wir dann noch was essen in der Mensa. Es gab heute Soja-Bolognese. Es war echt ganz okay, würde ich sagen. Aber am Anfang wurde die halt voll so angepriesen. Meine Kommilitonen meinten auch so, ja, das ist voll lecker. Ich habe nur Gutes darüber gehört. Und dementsprechend war man irgendwie auch so ein bisschen gehypt, dass es halt voll, voll lecker ist. Es war auch echt gut und ich bin auch echt dankbar, dass das Essen so günstig ist, dass es warm ist und dass man es sich wirklich aussuchen kann. Also ich glaube, wir können zwischen 4 verschiedenen Gerichten wählen und da muss ich halt wirklich sagen, das ist wirklich purer Luxus. Deswegen finde ich das auch mega gut und ich glaube, ich habe für das Essen heute auch nur 2,05 Euro gezahlt. Also ich hatte einen Salat, eine Hauptspeise und einen Nachtisch, also da kann man wirklich absolut nichts sagen. Und ich fand es total toll, heute einfach in den Lernpausen mal mit den anderen Kaffee trinken zu gehen, ein bisschen zu quatschen kurz und einfach mal ein bisschen runterzukommen. Deswegen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe dann aber auch um 17.30 Uhr habe ich Schluss gemacht und habe dann einfach noch eine Stunde in der Bib verbracht, schon mal das Video hier zu schneiden und einfach ein paar WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, die liegen geblieben sind. Und danach bin ich einfach losgegangen zum Backwerk, weil ich ja bei Too Good To Go noch 2 Tüten abgeholt habe und war noch bei DM und bei Lidl einkaufen. Einfach so ein paar Sachen, die wir noch brauchten. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, packe gleich noch meinen Rucksack für morgen und dann ist mein Tag auch schon zu Ende. Manchmal wünsche ich wirklich, mein Tag hätte mehr Stunden. So 2-3 Stunden mehr könnte ich echt gut gebrauchen, aber ich möchte nicht auf meinen Schlaf verzichten, deswegen geht es halt auch um 22 Uhr ins Bett. Weil ich brauche meine 7,5 Stunden Schlaf, beziehungsweise meine 7 Stunden Schlaf, damit ich morgen auch wirklich produktiv bin und weitermachen kann. Ich wollte euch übrigens noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar habe ich damit jetzt angefangen seit August, weil ich das einfach persönlich für mich richtig gut finde. Ich habe häufig das Gefühl, dass ich nicht produktiv war, dass ich nicht gut genug war am Tag oder auch irgendwie, dass ich so ein bisschen unglücklich bin, wie der Tag war oder allgemein, wie es gerade in meinem Leben läuft. Und ich habe ab August damit angefangen, dass ich jeden Abend so Dinge in dieses kleine Buch hier schreibe. Einmal 3 Dinge, für die ich dankbar bin und 3 Dinge, auf die ich stolz bin. Das hat halt den Hintergrund, dass ich häufig diese negativen Gedanken habe. Und falls du irgendwie auch damit struggles, sorry, hier ist Günni. Günni, sag doch mal Hallo in die Kamera. Schätzchen.
Ich glaube, er möchte nicht auf Krampf gezeigt werden, aber wenn er sich selber zeigen darf, dann ist er definitiv am Start. Ja, was ich sagen wollte ist, falls du irgendwie auch das Gefühl hast, dass du am Tag nicht genug geschafft hast, dass dein Tag irgendwie nicht so toll war, beziehungsweise dass die Gesamtsituation irgendwie im Moment nicht so ist, wie du sie vielleicht gerne hättest, dann kannst du mal versuchen, ob es hiermit wenigstens ein kleines bisschen besser wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir dann so durchlese, was war die Woche so los, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz, was ich diese Woche geschafft habe, dann geht man irgendwie mit einem ganz anderen Glücksgefühl, finde ich, schlafen. Ich mache es tatsächlich mal abends. Du kannst das natürlich auch morgens machen. Probier es einfach mal aus, vielleicht hilft es dir ja. Mir persönlich hat es einfach geholfen, am Abend nochmal so ein kleines Glücksgefühl zu haben und so ein bisschen nochmal mit Stolz quasi schlafen zu gehen, weil du weißt, okay, darauf war ich stolz, das habe ich geschafft und das war vielleicht auch schön am Tag und dafür bin ich dankbar. Es ist einfach nochmal richtig toll, am Abend sich daran zurückzuerinnern. Und ich garantiere dir, sobald du drei Sachen gefunden hast, fällt dir auch noch irgendwie noch eine vierte oder eine fünfte Sache auf. Schreib's alles da rein und dann wirst du dich richtig freuen, wenn du das irgendwie nochmal durchliest. Ich würde dann auch an dieser Stelle einfach den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und einen Kommentar, was du dir fürs nächste Video wünschst. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Falls ihr Fragen habt, natürlich auch immer gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mich auf meinem Weg zum Examen begleitet. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich euch morgen einfach wieder mit.